Moin und willkommen zurück auf unserem YouTube-Channel. Heute geht's weiter mit der nächsten Box-Review. Und zwar, ihr seht's, Tops Finest UEFA Euro. Typisch für Finest, aufgeteilt in zwei Mini-Boxen. Die ergeben dann eine Masterbox mit insgesamt, hier oben steht's, 2 Chrome Autographs per Masterbox, sprich ein Autogramm per Mini-Box. UEFA Euro, sprich es geht um die EM in diesem Jahr. Ja, einige Teams sind leider nicht lizenziert. Deutschland, Italien, Frankreich, England. Ich weiß nicht, ob das alle waren oder ob noch ein, zwei dabei sind. Aber ansonsten, ja, typisch Finest. Viele werden es kennen aus Champions League zum Beispiel oder so. Cooles Produkt an sich. Wir gucken mal rein, wie es aussieht und hoffen natürlich auf ein paar schöne Hits. Wir suchen natürlich Haaland, wir suchen Cristiano Ronaldo Autogramme, solche Sachen. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach und gucken mal rein. Let's go. Viel Spaß. So. Also, wie gesagt, eine Masterbox sind zwei Mini-Boxen. So, wir starten mit der ersten. So, dann let's go. Schauen wir mal rein. So, und los geht's mit Kulusevski. Wir haben auf jeden Fall eine nummerierte hier. Wir haben Zabani, Ukraine. Dann Price Footballers, Kvaratskhelia, Georgien. Hinten haben wir einmal Alejandro Balde. Und unsere erste nummerierte, yo, Lewandowski, zu 50. Zu 50. Schönes Design, würde ich sagen. Schicke Karte. So kann es losgehen. Das war der erste Hit. So. Weiter geht's. Matthijs de Ligt. Wir haben Nico Williams. Oh, hier ist schon das Auto. Nochmal Nico Williams. Und einmal Ayari. Auto heben wir uns gerade mal kurz auf, würde ich sagen. Benzema, hier sieht man es, Frankreich nicht lizenziert. Ja, einfach nur ein weißes Jersey, sag ich mal. Bisschen schade auf jeden Fall. Solomon und die nächste nummerierte ist Van Dijk. Virgil van Dijk zu 250. Dann haben wir einen Modric und einen Courtois. So, zumindest die Hits mache ich schon mal. Sleeve ich schon mal. Toploader. Ich bin gespannt, wie das Feedback so ist. Wie gesagt, weil es eben ohne Lizenzen teilweise ist, bin ich echt mal gespannt, was die Leute so sagen. Wir machen weiter. Peter Musa. Hier oben ist quasi wie so das Rookie-Logo so gesehen. National Debut. Mason Mount, Refractor. Xavi Simmons auch Debut, genauso wie Vitinha. Dann haben wir João Felix. Milik. Musiala, Refractor, Højbjerg und Szymański. Und das letzte Pack der ersten Minibox. Mal gucken, ob wir noch was haben. Ja, sieht so aus nach einer Fusion. Şalhanoğlu, wir haben Alex Isak. Dann haben wir einmal Priced Footballers, Lewandowski. Und oh ja, die ist nice. Die ist nice. Cristiano Ronaldo. Price Footballers mit der Fusion Strike, glaube ich, heißen die. Oder Fusion einfach nur, ich bin mir nicht ganz sicher. Die sind quasi wie nummeriert. Müssen wir mal genau gucken, was jetzt Orange-Red müsste das jetzt sein. Oder Red-Orange. Wie selten die genau sind. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ganz, ganz nice. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Da steht jetzt, wie gesagt, keine Nummerierung drauf. Das muss man dann in der Checkliste gucken. Wie selten genau die sind. Aber die sucht man auf jeden Fall auch. Kommen auf jeden Fall auch zu den Hits dazu. Ja, das war die erste Minibox. War doch schon mal ganz in Ordnung, würde ich sagen. Machen wir gleich weiter mit der zweiten. So. Gucken wir mal, was wir hier haben. Ach, wir haben. Da habe ich das Auto ja noch gar nicht. Das Wichtigste haben wir ja vergessen quasi. Das Auto haben wir noch, das steckt nämlich hier drunter. Habe ich schon zur Seite gelegt, aber hier haben wir es natürlich noch. Ja, das ist, glaube ich, okay.
Bakayoko Debut. Wenn ich mich nicht ganz täusche, müsste es der Bakayoko von Eindhoven, glaube ich, sein. Man sieht jetzt nicht, steht jetzt hier natürlich nicht dabei. Aber das geht, glaube ich, auf jeden Fall schlechter. Ja, erstmal das Auto vergessen, kann man auf jeden Fall machen. Sehr gut. War ich so begeistert von Ronaldo, dass ich das Auto vergessen habe. So, jetzt sind wir beim zweiten Minibot. Und starten mit Ramos. Ich glaube, hier ist auch schon, könnte auch schon das Auto sein direkt. Wir haben Laporte. Dann erste Nummerierung der zweiten Box. Petri zu 150. Ne, ist keine. Oh, und Quietscher zu 125. Sehr gut. Sehr schönes Pack. Sehr, sehr gut. So, ich lege die Hits von der ersten Box mal hier zur Seite und mache hier mal die von der zweiten hin. So, und dann machen wir weiter. Wir haben Dumfries. Oh, wir haben, glaube ich, schon. Ja, wir haben ein Dual-Auto. Wir haben ein Dual-Auto. Ich glaube, man hat schon ein bisschen gesehen. Ich lege es trotzdem mal zur Seite. Milinkovic, Savic, Hugo Larsson. Das sieht doch vernünftig aus, was wir hier haben. Man merkt auf jeden Fall, wenn ein Hit drin ist. Weil die Packs, die Hitkarten sind doch ein Tacken dicker auf jeden Fall. Musiala, Mason Mount, Refractor, Lukaku, Memphis, Depay und Coleman. Dann haben wir Cody Gakpo, glaube ich, sagt man. Miretti, Bryce Footballers, Refractor, Harry Kane, Noah Okafor, Mudrik. So, vorletztes Pack. Da haben wir Fabian Rieder. Wir haben Grün Hilzen. Dann haben wir Vitinha mit den ja, Debütanten quasi. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob die alle. Ja, die sind alle so. Also sind alle quasi Refractor, sage ich mal. Dann haben wir Vlahovic und Busquets. Und das letzte Pack. Tada, so, Mannswerk, Kovacic, Petri Priced Footballers, Oskar Gluck, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man so ausspricht. Und da ist er, der erste Erling. Mit der, zwar nur die Base, aber nimmt man trotzdem mit. Das war dann, ja, okay, waren zwei Nummerierte dennoch. So, und jetzt kommt noch unser Auto. Es war, ist auf jeden Fall ein Dual-Auto. Es müsste für England sein, glaube ich. Hier haben wir auf jeden Fall noch die Euro Masters, David Seaman, Torwart von England früher gewesen. Die Älteren werden sich erinnern. Ja, das nimmt man doch mit. Vidic und John Terry Dual-Auto. Wilde Kombi auf jeden Fall. Zwei geile Verteidiger gewesen. Stark ist nicht nummeriert. Aber das nimmt man noch mit. Sehr schön. Coole Box auf jeden Fall gewesen. Also da wird es mit Sicherheit schlechtere geben. Bin ich mal von überzeugt. Und wir machen mal ein schnelles Recap. So, die Hits aus Box 1. Also aus der Mini-Box 1. Das ist wie gesagt eine große Masterbox. Bakayoko Auto. Dann haben wir die Priced Footballers Fusion von Ronaldo. Van Dijk zu 250. Wir haben einen Lewandowski zu 50. Und dann war in der zweiten Box einmal Petri zu 150, Kvaratskhelia zu 125 und dieses nice Dual-Auto Vidic und Terry. Nice, ja, wie immer. War cool auf jeden Fall. Gute Box, denke ich. Lasst gerne ein Like da. Abonniert den Channel. Aktiviert gerne die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Ganz wichtig, habe ich gelernt. Und ja, kommt entweder in den Laden oder checkt den Online-Store, wenn ihr auch so eine Box haben wollt. Wir machen natürlich auch Case Breaks davon und so weiter. Also checkt das auf jeden Fall aus, wenn ihr Bock auf das Produkt habt. Und dann schreibt es in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und wir sehen uns bei der nächsten Box. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.